Ein neuer Bugatti ist rausgekommen oder so, habe ich. Es wurde mir vorgeschlagen, das Video. Lass mal ganz kurz reinskippen. Digga, die Lichter sehen crazy aus. Lichter gefallen mir gut. Felgen hässlich. Hallo zusammen, ich bin heute bei Bugatti und das hat natürlich einen besonderen Grund. Aber bevor wir zu dem Auto kommen, gehen wir mal so einen kleinen Schritt durch die Historie. Hier nee, will ich nicht. Zeig Auto. Oh! Neben mir. Oh Mann! Und jetzt habe ich den Spannungsbogen doch richtig schön aufgebaut, oder? Jetzt. Hat er den Spannungsbogen richtig schön aufgebaut? Nein, hat er nicht. Eins, wenn ich diesen Job machen sollte bei Autobild. Autobild? Meldet euch, ich bin offen für Neues. Jetzt gibt es nämlich ein neues Auto, einen neuen Bugatti und das ist Alter, einfach ein Cabrio, Digga, ein Spider. der Bugatti Mistral. Also Felgen sind. Digga, wie hässlich sind diese Felgen? Felgen sehen ass aus. Felgen sehen ass aus. Als Aber sonst sieht sexy aus, das Auto. Bugatti 2016 den Chiron präsentiert hat und Bugatti hier drin, muss auch sagen, eigentlich, wenn ich hier schon mal stehe, es ist eben ein Roadster, ich finde sogar von der Dachlinie Aber kommt der jetzt wirklich raus, Chat? Heck nicht vorenthalten. Im Boah, die Lichter sehen böse aus. Vergleich zum Chiron haben wir hier komplett geänderte Leuchten. Boah. Also keine durchgängige Leuchte mehr, sondern. Boah, also die Leuchten sehen. Boah, die sehen sehr gut aus. So X-förmig, vom Style her ein bisschen wie beim Lab. Smash or Pass? Lavoteur Noir. Zum Motor habe ich ja schon alles Wichtige gesagt. 8 Liter W16, 1600 PS. 1600 PS, entspannt. Man hätte vielleicht auch noch mal 100 PS mehr machen können. Also bei den Typen smashen, oder wie? Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass dieser Wagen der letzte ist mit dem W16 Verbrenner. Also, ja, wie ich schon sagte, das Ende einer Ära. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass das Auto nochmal oder dass der Motor nochmal mit so einem Auto gebührend gefeiert wird. Aber ja, schade ist es trotzdem. Für mich ist seit. Naja, okay, also ja. Ich muss sagen, Bugatti reizt mich irgendwie nicht ganz so krass, Chat. Der reizt mich irgendwie nicht ganz so krass. Ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass er so fucking unfassbar unnötig teuer ist. Zu günstig, ja. Er ist zu günstig. Ich glaube, es liegt daran, dass er einfach. Wer von euch träumt von einem Bugatti? Hä? Kein Mensch. Wer träumt von einem Bugatti, Digga? Frage, wer von euch träumt von einem Bugatti? Niemand. Niemand. Das ist so ein Auto, das holst du dir nur, wenn du schon gottlos reich bist und einfach noch deinen reichen Freunden zeigen willst, dass du noch reicher bist als sie selbst.